Vasilij Mirza, 1-0 beim FSV Mainz gewonnen. Die Fans haben diesen Sieg Hajo Brinz gewidmet. Haben Sie heute auch an ihn gedacht? Habe ich natürlich. Ich habe gestern gewusst. Leider ist nicht mehr. Ja. Mit uns zusammen kann ich sagen. Ich kenne Hajo Brinz schon nach 98 Jahren. Ich bin hergekommen. Ja. Tut mir so leid für ihn. Ja. So ist der Leben manchmal, ja. Und wir haben auch diesen Sieg auf sieben. Sie haben Mainz heute überrascht mit einer sehr offensiven Anfangsphase. War das der Plan? Das war der Plan ganz sowohl. Wir haben Arbeit auf dieser Pressing gestern, 4:20. Ich habe schon gesagt zu meinen, vielleicht treffen wir, machen wir ein Tor. Und dann läuft ganz das Spiel. Wir haben das gut gemacht. Zweite Halbzeit, wir haben diese 1-0 Verteidigung und am Ende 3 Punkte. Fabio Kaufmann hat sein erstes Tor geschossen. Hätten Sie ihm zugetraut, dass er endlich sein Tor trifft? Das freut mich. Ich habe schon vor ein paar Tagen ihm gefragt, wann schießt du vielleicht das Tor? Ich bin vielleicht noch nicht so lange hier, aber ich weiß nicht, was mit dir. Ja, er hat gesagt, Trainer, ich versuche. Ein schöner Tor von Fabio. Das freut mich für ihn und für die Mannschaft natürlich. René Renno hat sehr, sehr viele Chancen gehalten. Wie wichtig ist so ein Rückhalt in solchen Spielen? Es ist sehr wichtig. Ein Torhüter in einem Jahr, sage ich, ein guter Torhüter wie Renno, mag für seine Mannschaft 10, 11 Punkte. Ja, hat er heute wieder, er war überragend heute. In der Halbzeit mussten Sie Uwe Mörle auswechseln wegen einer Verletzung. Thomas Hübner ist dann in die Innenverteidigung gegangen. Wie waren Sie zufrieden? Gut, er hat gut gespielt mit Schorsch weiter, ja, aber die ganze Mannschaft hat gut gespielt. Ja. Das kann nur Kompliment an der Mannschaft machen. Sie haben gefordert 7 Punkte bis zur Winterpause. Jetzt sind schon 6 zusammen, noch 2 Spiele. Was ist noch möglich? Alles ist möglich, ja. Das Wichtige ist auch in Halle nie zu verlieren, ja. Wir wollen noch Punkte oder Punkte wie immer. Ja. Wir spielen auch Sieg, aber manchmal mit einem Punkt musst du zufrieden. Aber momentan jetzt, wir haben eine Woche, ja, und wir können in Ruhe dieses Spiel, was kommt in Halle zu vorbereiten.